Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Und endlich geht es mal weiter. Wir haben nämlich, wie ihr schon sehen könnt, heute einen neuen Emote drin, den Rückpaddler. Endlich geht es mal hier wieder weiter mit den Emotes. Wir haben ja aktuell, glaube ich, 5 oder 6 Emotes, die schon geleakt wurden, also von denen wir schon wissen, aber die immer noch nicht in den Shop gekommen sind über die letzten Wochen. Und ja, heute haben wir endlich mal wieder einen neuen Emote drin, nämlich den Rückpaddler. Den werde ich euch natürlich gleich zeigen. Fangen wir aber wie immer ganz links auf der Seite an. Nämlich haben wir da heute weiterhin die beiden Sachen drin, die wir auch schon gestern bekommen hatten. Das ist einmal der Schneesoldat für 1500 V-Bucks zusammen mit seinem Schmelzi Junior, seinem ziemlich süßen Backpack auf dem Rücken. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut, das Skin. Das finde ich schön winterlich gemacht. So ein Schneemann. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann haben wir noch die Hacke dazu, die ich unglaublich doll empfehlen kann. Die Eiszapfenhacke für 500 V-Bucks. Für mich eine der absolut besten Hacken, die es überhaupt in dem Spiel gibt. Ist super schön dünn, also das spielt sich halt auch unglaublich gut. Und ja, das Design gefällt mir. Hier noch so ein paar Partikeleffekte und auch der Sound ist ziemlich nice. Und das Ganze dann für nur 500 V-Bucks ist natürlich ein genialer Preis. Ich habe sie mir auf jeden Fall direkt geholt und würde es auch sehr empfehlen, sich diese Hacke hier zu holen. Denn das ist ja auch wieder ein Teil von den Weihnachts-Items. Heißt also, es könnte sein, dass sie jetzt nur bis Weihnachten die Tage vielleicht noch einmal zurückkommt oder so. Vielleicht auch gar nicht mehr. Und dann vielleicht das ganze Jahr über nicht ein einziges Mal mehr in den Shop kommt, wie es halt für die Weihnachts-Items so bisher typisch war. Deswegen kann ich es auf jeden Fall extrem empfehlen, sich diese Hacke hier heute zu holen, solange sie halt noch im Shop ist. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir im ersten Slot den Hachibat drin für 1500 V-Bucks. Den finde ich eigentlich ganz nice. Hatte ich mir bis heute noch nicht geholt. Ich habe ihn mir heute im Stream geholt. Aktuell streame ich immer bis zum neuen Shop am Wochenende, also von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag. Und ja, den Skin finde ich ganz nice. Vor allen Dingen wegen dem Backpack habe ich mir den geholt, weil ihr hattet mir einige Skin-Kombinationen schon eingesendet für die nächste Folge. Die wird jetzt, denke ich mal, auch die Woche kommen. Da hatten ja einige diesen Hachibat-Backpack hier verwendet für ihre Kombination. Und damit ich euch das vorstellen kann, muss ich mir den Skin natürlich auch holen. Deswegen habe ich ihn mir heute auch direkt halt mal gekauft. Ja, den Skin selbst finde ich auch ganz lustig gemacht. Ich glaube, aus der türkischen Mythologie kommt dieser Charakter hier, dieser Hachibat. Das ist ja, glaube ich, eine der Figuren in diesem Schattentheater. Finde ich auf jeden Fall ganz cool gemacht. Und da kommen wir jetzt schon zum Highlight des heutigen Tages, nämlich zum neuen Emote. Er heißt Rückpaddler und kostet 500 V-Bucks. Und endlich mal wieder neuer Tanz drin. Wir haben, wie gesagt, aktuell, ich glaube, 5 oder 6 Emotes schon geleakt. Wissen also schon, dass die kommen werden. Aber sie kamen einfach bisher noch nicht in den Shop. Deswegen finde ich es ganz nice, dass heute endlich mal wieder neuer Tanz drin ist. Und ich würde sagen, ich spiele ihn auch direkt mal ab. Ja, ein ganz nicer Tanz. Ich finde die Bewegung, also die Tanzbewegung finde ich jetzt persönlich nicht so krass, aber die Musik ist eigentlich ganz nice. 500 V-Bucks finde ich also dafür noch absolut in Ordnung. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den so findet. Und natürlich werde ich auch diesen Emote heute wieder verlosen, plus halt dieses krasse 100 Euro V-Bucks Paket hier. Also ihr könnt ihr gleich 13.500 V-Bucks plus den neuen Emote hier gewinnen. Wenn ihr das Ganze gewinnen wollt, dann müsst ihr einfach nur kurz in den Fortnite Shop gehen, wenn ihr gleich noch eine Fortnite spielt, einfach kurz hier auf den Item Shop gehen und dann unten rechts auf Unterstützer einen Creator und dort dann Snoxy eintragen. Snoxy mein Kanal und ein kleines Ihr Ende dran auch mal nachschauen, falls ihr mich dort in den letzten Tagen oder Wochen schon mal eingetragen hattet, ob das Ganze noch drin steht, denn heute hat sich das bei vielen Leuten wieder zurückgesetzt. Alle 14 Tage muss man das hier wieder neu eintragen, heißt es so, dann ist das Feld wieder leer, dann steht einfach nichts drin, dann könnt ihr einfach wieder gerne Snoxy eintragen, wie mein Kanal halt, und ein kleines Ihr Ende dran und dann auf Annehmen klicken und ja, dann nur noch davon ein Foto machen, wie ihr mich dort eingetragen habt. Hier oben rechts seht ihr auch Unterstützer Creator Snoxy oder halt, wenn ihr auf ein Item drauf geht, dann steht es auch hier. Einfach davon ein Foto machen und mir das auf Instagram schicken. Auf Instagram heiße ich Snox, also wenn ihr es mir schon mal gesendet habt, heute bitte nochmal neu senden, um wieder am Gewinnspiel teilzunehmen. Und alternativ könnt ihr das auch über die E-Mail oder über Twitter senden. Auf Twitter heiße ich Snox und die E-Mail findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, alle Leute, die mir dann bis heute Abend das Bild hier gesendet haben, wie sie hier Snoxy als Creator eingetragen haben, die können dann quasi heute dieses 100-Euro-Paket hier gewinnen mit auch dem neuen Emote hier dazu, also dem Rückenpaddler. Also ja, wenn ihr das gewinnen wollt, einfach kurz Snoxy eintragen. Dauert halt wirklich nur wenige Sekunden. Wenn ihr mal kurz in Fortnite seid, könnt ihr einfach kurz in den Tab gehen. Würde mich auf jeden Fall mega supporten und ist für euch komplett kostenlos. Also ja, vielen Dank an jeden, der das macht. Und auch machen wir schon weiter mit dem heutigen Shop. Da haben wir nämlich als nächstes die Kernschmelze drin. Kann ich gar nicht empfehlen, Leute. Holt euch nicht diesen Gleiter. Ich habe es bereut, dass ich mir den geholt habe. Habe ihn mir damals gekauft, weil ich ihn euch halt zeigen wollte. Danach habe ich ihn, glaube ich, nie wieder gespielt. Also kann ich leider gar nicht empfehlen. Diese Farbe ist halt irgendwie ultra hässlich. Und auch dieses, ich weiß nicht, dieses Material ist so schimmernd, was auch, finde ich, gar nicht gut aussieht hier zusammen mit der Farbe. Kann ich also leider nicht empfehlen, den Gleiter. Dann haben wir noch den Nachtroller drin. Den Nachtroller für 800 V-Bucks. Finde ich ein bisschen cooler als den alten oder den älteren Pizzaschneider. Auch wenn es irgendwie gar keinen Sinn macht, dass das zwei sind. Ich meine,
wenn man jetzt mal überlegt, so, ich schneide damit meine Pizza, dann habe ich ja in der Mitte so ein Stück extra. Ich meine, was macht man mit diesem extra Stück? Also, besonders viel Sinn macht dieses Set jetzt nicht, also dieser Hack jetzt nicht, aber cool sieht sie natürlich auf jeden Fall aus. Heißt, das ist eigentlich auch egal, ob sie funktional ist. Hier ist nochmal kurz der Sound. Ja, auf jeden Fall eine coole Hacke, schön designt. Dann haben wir noch den Ranger drin. War ein relativ seltener Skin für 800 V-Bucks. Ich habe ihn mir auf jeden Fall gekauft, schaut richtig cool aus. Ich feiere das Outfit auf jeden Fall und dazu noch der Ben. Also man kann so ein bisschen als halb random rumlaufen, halb mit einem coolen Outfit. Finde ich ganz nice, dafür nur 800 V-Bucks. Geht auf jeden Fall klar. Und dann haben wir im letzten Slot des heutigen Tages den Clucky-Mode. Man springt einmal kurz so hoch, so ein Freudesprung. Ja, 200 V-Bucks ist dafür in Ordnung. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Einfach kurz ein bisschen runterscrollen und dort auf Abonnieren klicken. Diesen roten Button, jeder kennt ihn, einfach mal kurz draufklicken und auch gerne die Benachrichtigung aktivieren. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, was so Neues im Shop drin ist. Jeden Morgen lohnt sich also auf jeden Fall. Dann könnt ihr auch wieder jetzt rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also Top oder Flop, wie jeden Tag. Ich schaue mir das Ergebnis auch immer an. Finde ich immer ganz lustig zu sehen, so wie ihr den Tag denn abgestimmt habt. Und jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich löse jetzt noch schnell das Giveaway von gestern auf. Da hatte ich auch wieder dieses 100-Euro-Paket hier verlost. Und der Gewinner vom gestrigen Giveaway ist der liebe Paul, der Gamer YouTube. Danke für deinen lieben Kommentar. Schreib mich am besten mal auf Instagram oder Twitter an. Jo, dann würde ich sagen, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Habt alle noch ein entspanntes Wochenende. Wir hören uns vielleicht heute Abend wahrscheinlich wieder zum nächsten Daily Shop Stream, wo ich ja in den Shop rein streame. Also, ja, schaut da gerne vorbei. Und bis dann, habt alle ein entspanntes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.